Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich. Amen. Damit begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich zu dieser gemeinsamen Zeit im Livestream mit Gottes Haus. Jawohl. Und wir wollen euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Zeit. Und unser Herz, was so auf Gott ausgerichtet ist, was den Herrn sucht, es soll in dieser Zeit wirklich belebt werden. So, dieser Psalmvers preist den Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade. Der geht weiter in den zweiten Vers rein und da heißt es, so sollen sprechen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Feindes. Yes. Und in dieser Woche habe ich diesen Psalmvers gelesen und ich dachte, hey, das stimmt. Da heißt es nicht, die Erlösten sollen denken oder sie sollen für wahr halten oder sie sollen drüber meditieren alleine. Das sind alles gute Dinge. Sondern hier heißt es, so sollen sprechen die Erlösten des Herrn. So sollen wir sagen, seine Güte, seine Gnade, seine Verheißungen, alles ist auf Ewigkeit ausgerichtet. Ja. Alles auf das Reich unseres Gottes Halleluja. Ausgerichtet. Und mag es auch hier jetzt um uns herum sehr, sehr schwierig aussehen. Mag es mit der Wirtschaft schlecht aussehen. Mag es mit den ganzen Maßnahmen schlecht aussehen. Mag es Bedrängnis, Angst und all diese Dinge geben. Wir als die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Feindes erlöst hat, wir sollen sagen, ja. Preis den Herrn, denn seine Gnade, seine Güte währet ewig. So, es also, kann sein, artikulieren, reden, sprechen, proklamieren, sagen, ja, genau. Hörbar sein, ja? Ja. Also, das ist etwas sehr Wichtiges, was uns das die Bibel immer wieder sagt, bring's raus, genau. Äußer dich, ja, gib Zeugnis, ja. Lob den Herrn, artikuliere es. Und gerade in dieser Zeit, in der wir uns momentan befinden, ist es ja genau darauf eine Attacke. Darfst nicht singen, ja. Ja, kriegst noch so ein Ding vor dem Mund, bloß nicht irgendwie reden, darfst keine Gemeinschaft haben und so weiter. Und genau das sagt der Herr, hallo, reden. Rede ja. von Oder mir, singen. Rede von dem, was der Herr Großes getan hat. Und wenn es eben genau. nicht in Gemeinschaft geht, dann muss man es eben alleine zu Hause machen. Oder in der Family. Ja, also es kommt ja jetzt nicht jetzt auf die Masse der Menschen an, mit denen ich das zusammentue, ja. sondern ich als ein erlöster Mensch, den Jesus aus den Klauen des Feindes herausgerettet hat. Ich soll sagen, seine Güte und seine Gnade währet ewig. Und ja. vielleicht ist es so, dass jetzt Menschen hier mit dazu geschaltet sind, die das jetzt im Moment wirklich nur mit Mühe über die Lippen bekommen, weil sie in einer bedrängenden Situation sind. Aber wir wollen dir zusprechen, das, was der Feind an Bedrängnis jetzt in dein Leben hineingestellt hat, in welcher Weise auch immer, der Herr kann es und wird es und will es zu deinem Besten ausgehen lassen. Seine Pläne sind ewige Pläne. Sein Wort ist ein ewiges Wort. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ja. Seine Wege Amen. Sind höher als unsere Wege. Und das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Wir sind die Erlösten. So sollen die Erlösten des Herrn sagen, so sollen sie sprechen, seine Güte währt ewig, seine ja. Gnade währt ewig. Ja. Und damit wollen wir in diese Zeit rein starten. Genau. Hast du eigentlich gesagt, was für ein Psalm das ist? Psalm 107, 1 bis 2. Das weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe. Aber das ist ein sehr, sehr wertvoller Psalm. Und auch der Psalm 106 davor, der spricht in diesem Vers 10 davon, er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Er erlöste sie aus der Hand des Feindes. Ja. Ihr Lieben, das ist das, was unsere Grundlage für unseren Glauben an Jesus Christus bildet. Er hat uns herausgerissen, gerettet aus großer Not. Ja. Aus großer Verlorenheit.
und hat uns auf seinen festen Felsen gestellt. Yes. Amen. Amen. So, wir haben noch einige Sachen vorzustellen. Ja. Wir haben einiges heute. Ja. Zunächst einmal, sorry, wir hatten einen Fehler gemacht in der letzten Woche. Und zwar machen wir ja immer den Livestream, genau, und dann teilen wir das auf in zwei verschiedene Clips, damit man die auch dann später häppchenweise, genau, auch zeitlich ein bisschen besser verdaubar. Ja. Und ist uns ein Fehler passiert. Wir hatten die von davor der Woche leider verlinkt. Es hat ganz schön gedauert. Ein paar Leute haben uns angeschrieben. Aber inzwischen ist alles gefixt, wie man so schön sagt. Und einfach nur sorry aber dafür. Aber wir üben ja auch noch. Wir sind dran. Genau, das war das eine. Das andere ist, nochmal wollte ich auf die Broschüre hinweisen von Christen im Widerstand. Die heißt Wissenswertes zur Corona-Impfung. Eine 44-seitige Broschüre, die dort kostenlos zum Weitergeben bestellt werden kann. Man kann sie auch sich online ansehen, zum Download bekommen oder wie gesagt in gedruckter Form bestellen. Das findest du auf unserer Webseite unter Texte ist das. Da findet man das und kann da die entsprechenden Links haben. Ansonsten musst du eben auf der Webseite von Christen im Widerstand nachschauen, die wir, glaube ich, jetzt einblenden. Das ist eine super Sache und Wird wahrscheinlich einigen nochmal helfen, eine Entscheidung zu treffen für oder gegen oder wie auch immer. Die Entscheidungen müssen eine eigene Entscheidung sein und die müssen im Gebet getroffen werden. Die kann niemand für jemand entscheiden. Ja. Und diese Broschüre hilft dazu, aber bitte bestellt sie dort, nicht bei uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Es haben einige angerufen und wollten die von uns zugeschickt haben. Das geht nicht. Das machen wir nicht, sondern musst du da bestellen, wo sie herkommen. Ja, ja, genau. Wir haben da aber auch gar keine bekommen. Die sind jetzt gerade in der Auslieferung in dieser Woche. Und genau. Genau. Super, also sehr zu empfehlen, auch zum Weitergeben, einfach mal eine gescheite Information über dieses Thema, wo so unvorstellbar viel Verwirrung. Lüge und Verwirrung und Missbrauch und Doofsinn ist und einfach auch eine entsprechende Meinung dahinter steht, die verkauft werden soll. Okay, das war das. Jetzt kommt etwas, wir hatten... Was uns sehr beschäftigt. Ja, was uns beschäftigt. Wir hatten im vergangenen Jahr, so April, Mai, ich denke im April fing es richtig an, diese Sache mit Tanjas Armenspeisung. Und diejenigen, die uns schon ein bisschen länger dabei sind, die haben das bestimmt noch in Erinnerung. Tanjas Armenspeisung, das war einfach eine Sache, wo wir gesagt haben, da helfen wir privat. Ja, das war ja zu Beginn auch dieser Krise und die Maßnahmen. Und da haben wir wirklich auch diese Bedrängnis weltweit gespürt. Genau. Und die Tanja ist eine Frau, die wir gut kennen. Ja. Die ist in Johannesburg in Südafrika. Da lebt die und hat da ein kleines Häuschen gemietet und so weiter. Und da hat sie im Laufe des letzten Jahres, da kamen immer Leute zu ihr und haben bei ihr geklingelt und haben um Essen gebettelt, weil durch den Lockdown und weil die Firmen zu waren und weil das alles in diesen Problemen war, durch die Maßnahmen, hatten die Leute keine Möglichkeit zu arbeiten, Geld zu verdienen und sich was zu essen zu kaufen. Und wir haben dort einfach das ein paar Mal angesagt und die Leute haben mit Freuden gespendet, vielleicht warst du auch dabei, um einfach dort diese schreiende Not dort in Johannesburg, einer Millionenmetropole, etwas zu lindern, wo die Leute dann zu ihr kamen. Dann hat sie das ganz privat gemacht, hat ihr Regal und ihren Kühlschrank leergeräumt und den Leuten gegeben. Irgendwann hat sie dann Zeug gekauft, hat dann ihre Ersparnisse verbraucht und dann hat sie gedacht, hat denn keiner mal ein bisschen Geld, dass ich da den Leuten helfen kann. Und daraus hat sich das entwickelt und war sehr, sehr, sehr gut. Also Es wurde größer, dann kam eine Gemeinde dazu, die da mitgeholfen hat. Und ein gemeinnütziger Dienst. Sogar das Fernsehen hat darüber berichtet. Ja, in Johannesburg. In Johannesburg, also ganz, ganz interessant. Und jetzt ist es so, dass die Sache eigentlich dann ausgelaufen war. Das ging so ein bisschen über den Sommer, denke ich mal. So im September hörte das dann auf. Dann haben sich die Maßnahmen dort gelockert und eigentlich war alles super. Und jetzt, seit vielleicht 14 Tagen,
sagt sie, nimmt das in rasanter Geschwindigkeit wieder diese Not zu. Es gab entsprechend wieder irgendwelche Maßnahmen und sie schreibt Folgendes. Wir beobachten, wie sich eine städtische Hungersnot mit herzzerreißender Schnelligkeit entfaltet. Diese verzweifelte Situation wird von Tag zu Tag schlimmer. Es ist kein Ende in Sicht. Wir brauchen Hilfe. Jedes kleine bisschen hilft, wirklich. Jeder Lebensmittelgutschein, den wir, also die machen das per Handy, ne, per Handy ja, versenden. Am Anfang hatte sie ja noch die Sachen gekauft. Selber ausgeteilt, und, ja. Und dann wurde das aber zu viel und dann haben sie kleine Marken ausgegeben, ja, damit aber, sie das auch besser handeln konnten. Ne? Ja, aber inzwischen machen die Gutscheine, ja. Also sie organisieren sich online Gutscheine von irgendwelchen Supermärkten und verschicken die dann an die Leute. Ja. Und der kostet 250 Rand, also die Währung da unten etwa 12 Euro. Das reicht, um eine ganze Familie 2 Wochen zu versorgen. Mhm. Also es ist wirklich jetzt nicht irres Geld, was da notwendig ist. Ne? Sie bieten auch noch solche Lebensmittelpakete an, die man abholen kann. Die kosten etwa 7 Euro, reichen für eine Woche. So, und sie schreibt, das bewahrt die Leute tatsächlich vorm Verhungern. Ja. Ich meine, die Not weltweit durch diese aberwitzigen Corona-Maßnahmen, das ja so gottlos und verrottet ist, ja, diese fürchterlichen Maßnahmen, das bringt ein unsagbares Elend. Wir kriegen das in Deutschland vielleicht noch nicht so mit, aber in anderen Ländern, die Leute verhungern. Und sie verhungern nicht, weil Hungersnot ist, sondern sie verhungern aufgrund der Maßnahmen. Und das ist hier so ein Fall in Johannesburg. Ja? Sie sagt, die Leute sind am Verhungern und inzwischen sind sie also so, einfach weil die Ressourcen auch begrenzt sind, dass sie den Leuten, also wo die wirklich sagen, hier die ganze Familie ist in Bedrängnis, wir haben seit Tagen sind nichts ja zu oft essen auch bekommen. Mehrere Kinder in den ja, Familien. Ja, und so weiter. Sie sagt, es ist schlimmer als im letzten Jahr. Und dann hat sie geschrieben, die Regierung hat bis Ende Januar irgendeinen monatlichen Zuschuss, der war nicht hoch, 17 Euro monatlich, ja, bezahlt für diejenigen, die kein Einkommen hatten, also so eine Art Arbeitslosengeld, aber davon konnten die überleben. Und aus irgendwelchen Gründen ist der weggefallen und sie sagt, jetzt setzt tatsächlich der Hunger ein. Ne? Und sie hat einfach so ein Message, die sie bekommen hat, sie sagt, sie kriegt, was weiß ich, 10 Stück oder was am Tag, einfach mal mitgeschickt. Hallo Mama, es tut mir so leid, dass ich dich belästige. Ich flehe sie im Namen Jesus Christi an. Wir haben nichts zu essen, seit 3 Tagen nur Wasser zu trinken. Können Sie es bitte in Ihrem Herzen finden, uns zu helfen? Ja? Also von daher wollen wir das einfach wieder also mit Mama bewusst ist machen. Nicht gemeint, ihr diese leibliche Mama, sondern in Afrika ist es einfach so, dass ältere Mütter oder Frauen als Mama angesehen und angeredet werden und spricht natürlich auch gleichzeitig für diese Versorgung einer Mutter. Genau, das ist schon sehr speziell, wenn man jemanden mit Mama anspricht und um Essen bittet. Genau. Ne? Also von daher wollen wir das gerne euch einfach wieder ans Herz legen. Aber da gibt es einige Sachen, die sind sehr, sehr, sehr wichtig die zu beachten. Die müsst ihr bedenken. Wirklich. Genau. Wirklich. Das ist privat von uns. Ja. Das ist nicht Gottes Haus, genau. Weil Gottes Haus als gemeinnützige Organisation hat in den Satzungen nicht die Möglichkeit, Geld ins Ausland zu verschicken. Geht nicht. Das ist in unserer Satzung nicht enthalten. Das heißt, das ist kein Spendenprojekt, sondern das ist einfach ein Hilfsprojekt, wo wir sagen, wer das auf dem Herzen hat, kann das gerne helfen. Und wir haben viele Leute gehabt, die wirklich da reingegeben haben, mehrere Spenden, wirklich 500 Euro, 1000 Euro und so weiter, wo wir wirklich gesagt haben, ist erstaunlich, aber es ist halt eine Not, eine Hilfe, die wirklich in der Not ankommt. Ja. Das heißt, dafür kann es auch keine Spendenbescheinigung geben. Genau. Das ist wirklich nur Geld, was wir weiterreichen dorthin. Genau. Es gibt, deshalb ist es auch extrem wichtig, nicht unser Gotteshaus-Spendenkonto zu verwenden, das nicht bringt vermissen. Einen riesen Hickhack und Probleme. Ja. Ja, das heißt, das Geld geht direkt, da geht ein bisschen was ab für PayPal und so weiter, aber ansonsten geht das direkt runter nach Johannesburg. Und du findest die Informationen auf unserer Webseite www.gotteshaus.de/tanja und da findest du die Informationen, wie du per PayPal spenden kannst, auch direkt oder über eine Spendenseite, die wir dafür nutzen, GoFundMe, oder wo du auch, wenn dir das lieber ist, dann direkt auf dem Bankkonto, was wir dafür vorgesehen haben und was dafür separiert ist, das nutzen kannst. Genau. Also einfach Bitte die Wege beachten. Das würde uns wirklich sehr entlasten
Und es ist einfach wirklich etwas von Herz zu Herz von uns, ja. Was wir machen. Wir spenden auch da rein. Und wir haben gedacht, wir müssen es einfach ein bisschen auf breitere Ebene stellen, weil die Not einfach wirklich groß ist. Da haben Leute ihre Handys verkauft, damit sie Essen kaufen können. Und wenn man schon mal in Südafrika war, dann weiß man, ein Handy ist für die Afrikaner ist wie jeden Tag. Das ist die gesamte Kommunikation läuft darüber. Alles, was geschäftliche Sachen sind, die gesamte. Ja, wohin sie fahren, was sie bestellen, was sie kaufen, mit wem sie kommunizieren, alles. Ein Handy ist bei uns schon sehr, was weiß ich, Lebensmittelpunkt für viele. Aber dort ist ein Handy. Ist noch mehr. Überlebenswichtig. Es gibt beispielsweise keine funktionierende Post, also Briefpost. Alles läuft, über Handy und so weiter. Genau. Das ist etwas, was wir einfach auf dem Herzen haben und vielleicht spricht sich an und du sagst, okay, ich will da helfen. Ja. Der Vorteil ist, dass das Geld wirklich bis auf die paar Gebühren sind das. Ein paar Pfenniggebühren wirklich da direkt ankommt. Ja? Oder du, wie gesagt, kannst auch direkt, weil wir die E-Mail-Adresse angegeben haben, kannst auch direkt von PayPal spenden. Ja. Einfach eine herzliche Einladung dazu, wenn der Herr dich dazu motiviert. Genau. Gut. Ja, und jetzt habe ich noch was Besonderes für euch. Hier. Das hier ist was Besonderes. Das hier ist ein Kalender. Nur sagst du natürlich, ach du Schreck, jetzt kommt der hier Mitte Februar mit dem Kalender. Nein. Das Jahr ist ja schon rum. Das hier ist natürlich ein Kalender, der das hebräische Jahr berücksichtigt und fängt im März. Ich kann das ja mal halten. Warte mal. März an. Moment. Im März an, genau. Also. Ach, warte mal, das können wir ruhig so machen. So, hier siehst du also genau nach unserem. Wo sind wir hier überhaupt? 7. März geht hier los. Und das heißt, im Hebräischen ist der Jahresbeginn ist am, nach unserer Rechnung, 14. März. Dieser wunderbare Kalender, der also jetzt hier die biblischen Feste berücksichtigt und die entsprechenden Wochentage und so weiter und die Omerzählung und viele, viele Dinge, die einfach wichtig sind und die wir auch in den Büchern über die sieben Feste einfach weitergegeben haben, die hat hier der Dienst, der diesen grandiosen Kalender gemacht hat, der hat das berücksichtigt. Immer auch dann, wenn der Neumond ist, also der Monatsanfang mit Schofarblasen und so weiter. Ein ganz, ganz cooler, sehr schöner, großer Kalender. Und der wird herausgegeben vom Apostolischen Zentrum im Wuppertal. Apostolisches Zentrum in Wuppertal. Und jetzt ist Folgendes. Die Geschwister von dem Apostolischen Zentrum haben gesagt, sie bieten diesen Kalender für diejenigen, die ihn bestellen wollen, kostenlos an. Ja, so. Und da habe ich gesagt, das könnt ihr nicht machen. Das ist, das ist ein grandioses Werkzeug auch, gerade um den Bezug zwischen den biblischen Festen und so weiter und unserem Kalender zu haben. Und dann hat der Thomas, der da der Leiter ist, hat zu mir gesagt, ja, also, naja, mit Versand und allem kostet es etwa 17 Euro, so ein Stück. Ja, aber sie wollen es trotzdem kostenlos weitergeben. Und bitten nur, falls es dir möglich ist, eine Spende dafür zu geben. Ja? Ja. Allerdings gibt es keine Spendenbescheinigung dafür. Das ist etwas, was dann also einfach so läuft. Und wir haben das eingeblendet, die Webseite, wo du den Kalender bestellen kannst. Ein super, super coole Tool. Ist auch immer mit Schofa. Warum haben die das mit Schofa? Ja, das ist der Monatsanfang. Der Monatsanfang ist immer ist ein Tag, wo Schofa geblasen wird. Also für die Schofa-Liebhaber. Und das ist jetzt. Das hier oben ist jetzt gerade Rosh Hashanah, also der Tag des Schofarblasens. Genau. Also sehr cool. Wenn dich das interessiert, dann schreib da, also guck auf der Webseite nach, kannst du bestellen. Genau. Ich empfehle, eine Spende an den Dienst zu geben, einfach, das wäre super. Aber wie gesagt, ist keine Voraussetzung. Ne? Mhm. Apostolisches Zentrum Wuppertal, ganz interessanter Dienst, ganz interessanter Gebetsdienst für die Stadt eigentlich und die haben auf dem Herzen gehabt, hier diesen super coolen Kalender rauszubringen. Also eine coole Empfehlung heute von uns. Genau. Wunderbar. Super. So.
Ja, das waren meine... Jetzt erstmal die Empfehlungen. Jetzt wollen wir beten. Jetzt wollen wir beten. Halleluja. Jetzt wollen wir beten. Wir wollen nicht ohne diesen Lobpreis in jetzt die biblischen Betrachtungen reingehen. Wir wollen, wie wir das lieben, dem Herrn die Ehre geben, Jesus die Ehre geben. Er ist alles in allem, über alles verwoben mit unserem Leben, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Und deswegen wollen wir jetzt seinen Namen erheben. Yes. Ich bitte dich, dass du einfach jetzt wirklich von Herzen mitbetest, deine Liebe zu Jesus ausdrückst, ihm einfach dieses Opfer deines Lobpreises auf deinen Lippen gibst und dass wir wirklich Jesus alle Ehre geben. Und wenn es dir möglich ist, steh doch einfach dazu auf. Herr Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben. Du bist hoch erhoben über alles. Du bist der Erste und der Letzte, der war und der ist und der da kommt. Du bist der Anfang und das Ende, das A und das O, der war und der ist und der kommt, der ewig Gleiche, unveränderlich. Halleluja. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der helle Morgenstern. Du bist der Löwe aus dem Stamm Juda. Du sitzt zur Rechten des Vaters und vertrittst uns. Du bist der kommen wird, zu richten die Menschen in Gerechtigkeit und Recht. Herr, wir danken dir. Du hast uns erlöst, herausgerufen, herausgerettet aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, aus den Klauen des Feindes. Du hast uns herausgerufen. Du hast unser Leben erwählt. Du hast unser Leben gewollt als ein wirklich dir hingegebenes Leben. Wir wollen Anbeter sein in Geist und in Wahrheit. Wir wollen dich ehren, Jesus. Du bist der, der unsere Herzen überwunden hat, überwältigt hat. Und wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Und wir geben dir alle Ehre. Ja, Herr. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige. Du bist der helle Morgenstern. Du bist der wiederkommende Herr. Du bist derjenige, der richten wird, die Lebenden und die Toten. Du bist derjenige, der die Völker wirklich mit eiserner Rute schlagen wird. Du bist derjenige, der wiederkommen wird und der hier sein Reich aufbaut, ein tausendjähriges. Wir danken dir von Herzen. Du bist der Anfang und das Ende. Alpha und Omega. Der Erste und der Letzte. Du bist der Herr. Und in deinem Namen wird sich jedes Knie beugen. Jedes Knie. Jedes Knie. Jedes Knie. Jedes Knie. Von der gesamten Elite, von den Herrschern, von den Regierungen, von den Mächtigen, von den Medien, von wem auch immer. Wem auch immer, jedes Knie wird sich beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und wir loben dich jetzt schon, wir preisen dich. Du bist jetzt schon unser Herr. Du bist der Herr, den wir ehren. Du bist der Herr, den wir lieben. Du bist der Herr, der wiederkommt. Du bist der Herr, mit dem wir in Ewigkeit verbunden sein dürfen. Halleluja, was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Herr, wir lieben dich, wir ehren dich. Du bist würdig. Yes. Und wir wollen uns den Mund nicht verbieten lassen, von irgendwelchen Leuten dich zu loben, dich zu erheben, dich zu rühmen. Ja. Wir lassen uns nicht den Mund stopfen. Wir lassen uns nicht einfach, wie soll ich mal sagen, mundtot machen, sondern wir preisen dich. Wir erheben dich, denn du bist würdig. Du allein bist würdig. Ja, so viele Menschen preisen irgendwelche Politiker oder sonst was. Das werden wir uns auf dieses Niveau werden wir uns nicht herabbewegen. Wir preisen dich. Wir preisen dich als unseren Herrn. Wir preisen dich als unseren Retter. Wir preisen dich als unseren Erlöser. Du bist der Herr. Halleluja. Und du bist derjenige, der den Heiligen Geist gesandt hat, den Geist der Wahrheit, der uns tauft, der uns in alle Wahrheit leitet. Halleluja. Der mit uns ist, der Tröster, der Beistand, der uns führt. Du bist genial. Herr, wir preisen und ehren dich. Wir lieben dich. Halleluja. Koshalabadia kasambo masoya kabadai. Korasa kabadia. Gerühmt sei dein Name in Ewigkeit. Gepriesen sei dein Name in Ewigkeit. Dreieiniger Gott, Vater, Yahweh, der große Ich Bin, Yeshua, HaMashiach, Jesus, der Messias, der Erretter, der Christus und der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Halleluja. Herr, wir preisen und ehren dich. Du bist würdig.
Amen. Amen. Yes. Einen besseren Auftakt kann man sich nicht vorstellen. Stimmt's? Amen. Amen. So, ich möchte mit euch jetzt einen Bibeltext betrachten. Eigentlich will ich euch mitnehmen auf eine etwas ungemütliche Schiffsreise. Aber preis den Herrn, wir wissen aus dem biblischen Bericht, dass diese Schiffsreise gut ausgegangen ist. Es ist ein Zeugnis in der Bibel, was aufbewahrt wurde, uns zur Stärkung, uns zur Hoffnung, uns zur Zuversicht, uns zur Ermutigung für unser Leben. Und wie immer möchten wir das nochmal sagen, lest die Bibel nicht als ein Geschichtsbuch, was dir irgendwelche Geschichten hinterlassen hat und du jetzt nachsinnst über irgendwelche Randthemen, sondern liest die Bibel immer unter deinem Herzensaugen, unter deinen Herzensohren, dass du die Dinge, die uns überliefert sind, die uns gegeben sind aus dem Wort Gottes, die im Natürlichen passiert sind, dass du sie liest in einer geistlichen Speise für dich, dass du sie empfängst, was dein Leben ermutigt und erfrischt, was dich aufbaut. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, das ist, dass wir in dieser Zeit, in die wir jetzt reingekommen sind seit letztem Jahr, wir haben ja eben auch darüber gesprochen, wir brauchen es unbedingt, dass unsere Glaubensfundamente ganz neu überprüft werden. Wir müssen schauen, was glaube ich wirklich in der Situation, die brenzlicher wird, die ernster wird, die heißer wird, die erschütternder wird. Und ich weiß selbst aus meinem Leben, dass ich viele Dinge in unserem Land, in weltweit und auch wenn wir mit Reisen unterwegs waren, wir haben vieles einfach hingenommen als selbstverständlich. Und gerade jetzt merken wir, wie eingeschränkt unser Leben ist, wie bedrängend auf einmal die Situationen geworden sind, wie sehr wir unter den Nachrichten von Angst und Bedrückung auch stehen. Und das ist etwas, wo wir glauben, Martin und ich, einfach das auf dem Herzen haben, dass wir trainieren wollen, im Glauben fest zu stehen, auf dem Felsen Christus zu stehen. Und deswegen habe ich heute, in dieser Woche eigentlich, hat mich dieser Bericht aus diesem Apostelgeschichte 27 sehr beschäftigt. Und er spricht zu mir in mein Leben, in meine Umstände und das möchte ich jetzt heute mit euch teilen. Eigentlich wollen wir schauen, was wir für unser Glaubensleben lernen können. Und eigentlich wäre die Überschrift besser gewesen, Glaube trotz widriger Umstände. Und wenn du gerade widrige Umstände erlebst, wenn du Krankheit hast in deiner Familie, bei dir selber, Ausweglosigkeit, keine gute Entwicklung, mit den Kindern Schwierigkeiten, Kinder, die weg sind von zu Hause, keine Hoffnung, die unter Suchtproblemen sind, egal was es ist trotzdem nötig, dass du in deinem Glaubensleben feststehst. Schau, wenn in unserer Familie die Familienmitglieder attackiert sind, egal in welchem Bereich, es ist immer gedacht vom Feind, dass wir als Eltern, als Mütter und Väter mit runtergerissen werden in diese Hoffnungslosigkeit. Mit runtergerissen werden, dass unser Glaube schwächer wird, dass unser Glaube an Kraft, an Speed verliert, dass wir wirklich ins Zweifeln kommen, ins Hadern kommen und sagen, Gott, du machst es eigentlich falsch in meinem Leben. Und ich möchte wirklich heute über diese Herausforderungen, über diese Lebenssituationen, die so widrig sind, die so uns entgegenstehen, möchte ich mit euch sprechen. Und als erstes will ich euch sagen, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Und das ist
der große, wie soll ich sagen, dieser große Lichtglanz in diesem Bericht aus Apostelgeschichte 27. Vorher will ich ein bisschen noch diese Situation erklären, denn hier geht es um diese Schiffsreise, die Paulus unternehmen muss. Und er hatte sich in einer spektakulären Situation zu Jesus bekehrt. Das wisst ihr ja alle, auf dieser Reise nach Damaskus. Und von dem Moment an, von dieser wirklich elementaren, außergewöhnlichen Bekehrungs, dieses Erlebnis, von da ab erkannte er Jesus als seinen Retter und Herrn an. Und nicht nur das, sondern Paulus hat sein ganzes Leben niedergelegt zu den Füßen Jesu und hat gesagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und er wusste sehr genau, welche Sünde in seinem Leben war und welche Wege er gegangen ist, welche Dinge er getan hatte. Und er wusste, dass Jesus ihm vergeben hatte, und von da an durfte Jesus ihn leiten und er wollte ihm folgen. So, Paulus verkündigt Christus in ganz Damaskus, in Jerusalem, ganz Judäa und unter den Heiden. Und es heißt, es gelte umzukehren, sich Gott zuzuwenden und zu tun, was der Umkehr entspricht. So lesen wir es im 19. Vers von Kapitel 26. Er ist also das große Sprachrohr Gottes. Der Herr hat ihn ausgerüstet, befähigt, und Paulus ist in Saft und Kraft unterwegs, um Jesus zu verkündigen. So, aber das gefällt einigen der Juden nicht und sie fühlen sich durch das Evangelium bedroht. So, und die Folge davon ist, dass er dem König Agrippa vorgeführt wird und er muss Rede und Antwort stehen, weil eben diese Klage aufgerollt wurde. Und ihr erinnert euch, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, ihr erinnert euch, Paulus beruft sich auf den Kaiser und das wiederum hat zur Folge, dass Agrippa quasi die Hände gebunden sind und er kann, also Agrippa findet nichts an Paulus, was den Vorwürfen der Juden wirklich entsprechen würde. So, und weil aber Paulus sich auf den Kaiser beruft, ist Agrippa in dieser Zwickmühle und muss dafür sorgen, dass Paulus jetzt irgendwie auf die Reihe kommt und nach Rom reisen kann. So, da fängt dann die Story mit dieser, wie soll ich sagen, exorbitanten Schiffsreise an. Und Paulus wird mit einigen Gefangenen auf ein Schiff gebracht. Ein Hauptmann, der ihm sehr wohlgesonnen ist, begleitet auch diese ganze Reise von diesen 276 Leuten. Das war also kein kleines Segelbootchen, sondern das war wirklich ein Schiffschiff mit diesen ganzen Menschen drauf. Und es wird uns berichtet, dass diese Reise nur sehr schleppend vorangeht und auch das große Fest, also Yom Kippur, weil es hier heißt, in Vers 9 im Kapitel 27, da ist von dem Fasten die Rede. Das ist dieses Fasten gemeint bei Yom Kippur, also diese Zeit, wo diese Reise stattfindet. Und Paulus hat zu dem Zeitpunkt einen Eindruck und den teilt er dem Hauptmann und den Leuten, die mit ihm da waren, mit. Und er sagt, ich sehe, dass die Fahrt nicht nur für die Ladung und für das Schiff Unbill bringen wird, sondern auch unser Leben gefährden wird. So, also ich möchte mal das ein bisschen auf uns jetzt übertragen. Unsere Reise, in die wir, oder das Fahrwasser, in das wir jetzt gerade gekommen sind, so mit unserem Leben eingebunden in diese gesellschaftlichen
Umstände, Maßnahmen, alle diese Dinge, das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist Unbill, das ist schwierig und das bringt Gefahren mit sich. Aber die Menschen, auch dieser Hauptmann, hören nicht auf Paulus Worte. Sie setzen die Fahrt fort, ein leichter Südwind kommt auf und sie denken, ist gar nicht so krass, ist ja nicht schlimm. Hey, es kommt Entlastung, gute Nachricht, unsere Fahrt können wir fortsetzen. So, die Maßnahmen gehen zu Ende, hey, es wird alles wieder wie vorher. Das ist manchmal etwas, was wir gerne so hören, was wir gerne hätten, was wir ersehnen. Und das ist die Situation genau hier. Ein leichter Südwind, auf einmal kommt Speed auf, die Segel füllen sich, es geht voran. Sie setzen ihre Fahrt fort. Aber dann, wahrscheinlich gibt es in deinem Leben dieses Aber dann auch. Bis dahin lief alles gut, bis dahin war man unterwegs, bis dahin hatte man einen Job, bis dahin hatte man genug Geld, bis dahin konnte man reisen. Aber dann, dieses Aber dann bezeichnet in unserem Leben oft einen Einschnitt, wo etwas kommt, was wir nicht so erwartet haben. Etwas, was nicht in unseren Möglichkeiten wirklich liegt, es zu verändern. Und das ist genau hier der Faktor. Aber dann bricht plötzlich ein Orkan los. Damit hatte keiner mehr gerechnet. Und dann beschreibt dieser Text, welche Maßnahmen ergriffen werden, um das Schiff unter Kontrolle zu bringen. Und wenn ich mich da manchmal reindenke in diese Berichte, dann denke ich, oh Mann, was für ein Kraftakt. Wahrscheinlich kennst du das aber aus deinem Leben auch. Aber dann kommt eine Situation und du versuchst alles, um diese Situation zu drehen. Du versuchst alles, diese Situation irgendwie erträglich zu machen oder zu retten und die Dinge unter Kontrolle zu bringen. Aber auch hier bei Paulus ist es so, dass diese Maßnahmen, das Schiff unter Kontrolle zu bringen, scheitern. Es geht sogar so weit, dass sie am Ende das Schiffsgerät über Bord schmeißen und das Schiff treibt vor sich hin. Ich bin nicht so der Schifffahrtliebhaber, mir ist das alles zu schwankend, aber es gibt ja Leute, die das gerne mögen und die bestimmt auch eine Vorstellung davon haben, wie das ist, wenn das Schiff vor sich hin treibt, also wenn man es nicht mehr steuern kann, wenn man die Kontrolle verloren hat. Und das ist etwas, was ich jetzt in dieser Zeit als so brenzlig auch für uns empfinde. Wir haben wenig Möglichkeiten, die Dinge zu steuern, mit denen wir hier unterwegs sind. Und wir fühlen uns ängstlich, überrumpelt und den Dingen irgendwie wie ausgeliefert. Und wir versuchen auch möglichst alles über Bord zu schmeißen, was wir nicht wirklich mehr brauchen. Und ich bete, dass es so ist, dass wir nicht unseren Glauben auch noch dran geben. Es heißt hier in Vers 20 von diesem Kapitel 27, mehrere Tage lang zeigten sich weder Sonne noch Sterne und der heftige Sturm hielt an und am Ende schwand ihnen jede Hoffnung. Hey, wenn du dir das vorstellst, mehrere Tage, kein Licht, nichts, nur Sturm, nur Wolken, nur Regen und auf einem wankenden Grund unterwegs, wo keiner weiß, ob er jemals davonkommen wird. Überleg dir, ob du das mit der Situation heute verbinden kannst. Aber ich liebe diese Dinge in der Bibel, wo es dann aus diesem Aber dann im Natürlichen ein Aber Gottes gibt, aber der Herr. So, versteht ihr, es muss in unserem Leben nicht bei dem Aber dann brach der Sturm los, sondern es muss auch geben, aber der Herr. Und hier heißt es,
Doch dann tritt Paulus zu den Männern und sagt, ihr hättet auf mich hören sollen. Also, Paulus ist schon davon überzeugt, dass sein Eindruck, den er hatte, richtig gewesen ist. Es war ein prophetischer Eindruck. Ich bin sicher, dass Paulus so mit dem Heiligen Geist verbunden war, dass dieser prophetische Eindruck, hey, diese Fahrt wird gefährlich, nicht nur für die Ladung, nicht nur für das Schiff, sondern auch für die Menschen, dass das ein prophetischer, richtiger Eindruck gewesen ist. Und hier sagt er, ihr hättet auf mich hören sollen. Also verstehst du, das prophetische Wort, was wir haben, sollten wir nicht mit der Ladung über Bord gehen lassen und nicht ohne das prophetische Wort bleiben, sondern wir sollten das prophetische Wort wirklich ernst nehmen, es in unser Leben einbauen, mit dem prophetischen Wort leben, glauben, beten, reden, es einfach wirklich in unserem Leben zu einem beständigen, wie soll man sagen, bei den Schiffen hat man ja dieses Lot, um die Tiefe auszumessen. Und zu gucken, wie weit kann das Schiff noch wirklich gut vorankommen. Und ich glaube, dass das prophetische Wort solch ein Lot ist, was unsere Reise wirklich erfolgreich machen kann. Also Paulus sagt, ihr hättet auf mich hören sollen. So, aber der Herr, denkt dran, doch nun ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Ich liebe das. Nun ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Weißt du, ich war in meinem Leben schon in vielen Situationen, wo ich auch wirklich auf schwankendem Grund war, wo ich nicht viel Möglichkeiten hatte, die Dinge zu verändern, wo andere mir helfen mussten. Und ich liebe das aber, wenn die Bibel davon spricht, wenn Gott mir ein Wort zuspricht und sagt, hey, sei guten Mutes, ich bringe dich durch, fürchte dich nicht, ich bin dabei, kein Problem, ich hab's in der Hand. Und genau das sagt Paulus hier, fürchtet euch nicht, seid guten Mutes. Und dann sagt er auch, er sagt erst weiter, keiner von euch wird ums Leben kommen. Nur das Schiff wird untergehen. Das ist natürlich glaube ich, für die Leute eine nicht so klasse Vorstellung gewesen. Keiner von euch kommt zwar um, aber das Schiff und das Ganze, was wir mitgenommen haben, es war ja ein Getreideschiff, das ist alles über Bord gegangen, aber so manchmal denke ich, hey, vielleicht sind wir genau in dieser Situation angekommen. Die prophetischen Worte sprechen von diesen Erschütterungen. Das ist das, was ich hier interpretiere. Vielleicht gehen alle diese Dinge in den Erschütterungen unter. Aber dein Leben wird bewahrt sein in Christus, mit Christus in Gott. Dein Leben wird nicht unter diesen Dingen zum Ende kommen, sondern dein Leben ist eingeplant in diesen ewigen Plänen Gottes, in den Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken und Wegen, die höher sind als unsere Wege, höher als das, was wir denken. Und wenn wir jetzt noch dabei sind, irgendwie zu retten, was zu retten ist, ja, das kann sein, dass das aber trotzdem mit den Erschütterungen untergeht. Und das sollte uns als gläubige Kinder Gottes keine Angst machen. Hör, was die Bibel sagt. Fürchte dich nicht. Sei guten Mutes. Gott hat einen Plan. Und genau das sagt Paulus hier. Den Vers musst du dir unbedingt raussuchen und solltest ihn lesen und für dich beten. Denn Paulus sagt, in dieser Nacht, ich liebe das, in dieser Nacht, ihr lieben Leute, ich habe oft solche Zeiten in den Nächten und in dieser Nacht spricht der Herr zu mir und in dieser Nacht gibt er mir Informationen, in dieser Nacht gibt er mir eine Ermutigung, in dieser Nacht ändern sich die Dinge in meinem Geist, in meinem Glauben und ich bekomme wieder neue Kraft aufzustehen. Und hier sagt Paulus, in dieser Nacht nämlich ist ein Engel des Gottes, dem ich diene, zu mir getreten und hat gesagt, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und so hat Gott dir alle anvertraut, die mit dir auf dem Schiff
sind. Darum, Männer, seid guten Mutes. Schau, Paulus hatte eine Begegnung mit einem Engel. Gott hat nicht gespart und nicht gegeizt. Er hat nicht einfach gesagt, ja, Paulus, bist in einer bekloppten Lage, irgendwie wirst du schon durchkommen, aber naja, nu, seh mal zu. Nein, es war so, dass Gott es für nötig gehalten hat, Paulus einen Engelbesuch zu spendieren. Ist das nicht fett genial? Ist das nicht krass? Paulus hört über den Engel, durch den Mund des Engels, dass Gott den Plan für sein Leben schon fertig hat. Der ist schon in der Tasche, der ist schon aufbereitet. Aus dem Plan wird ihn auch dieses Schiff nicht in seinem treibenden, unsteten Zustand rausbringen. Verstehst du, deine Situation, in der du bist, die wird dich nicht aus den Plänen Gottes rauskicken. Das geht gar nicht. Wenn dein Leben Jesus gehört, dann ist dein Leben verborgen mit Christus in Gott. Dann ist dein Leben unter seinen Plänen und nicht unter den Plänen einer schwankenden Regierung, einer schwankenden Maßnahmenverordnung, einer schwankenden Medienpolitik oder was es auch immer gibt. Sondern dein Leben ist geplant in den Plänen Gottes, die Gott selber in den Händen hält. Nicht irgendjemand hält es in den Händen, sondern der Herr hält dein Leben. Und das Wichtigste an diesem, wo Paulus sagt, hey, ein Engel hat mir das gesagt, sondern er sagt sein persönliches Zeugnis. Denn ich vertraue auf Gott. Hast du das schon mal gesagt? In einer ganz bekloppten Situation, in einer ausweglosen Situation, hast du da schon mal gesagt, aber ich vertraue auf Gott. Aber ich vertraue auf Gott. Verstehst du, ich kenne diese Situation. Es blieb mir gar nichts anderes mehr, als zu sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du mich irgendwie hier durchbringst. Aber ich vertraue dir. Und Gott hat sein Wort wahrgemacht. Paulus hat gesagt, aber ich vertraue auf Gott. Denn dass es so geschehen wird, wie zu mir gesagt worden ist. Wir werden auf irgendeiner Insel stranden müssen. So, ob das jetzt für jeden, der das Wort von Paulus gehört hatte, gleich so eine, ach, na ja, gut, dann sind wir ja alle jetzt durch, dann warten wir mal, bis die Insel so kommt, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass es noch wirklich sehr schwierig wurde. Manche von den Männern wollten dann abhauen und sich quasi da irgendwie noch durch die Fluten retten, aber Paulus hatte dann zu dem Hauptmann gesagt, wenn einer hier abhaut, dann werden wir nicht gerettet werden, denn das Wort des Herrn ist, dass alle auf das Wort Gottes hin gerettet werden sollen. So, und nun kommt es tatsächlich zu diesem Schiffbruch. Manchmal frage ich mich tatsächlich, warum musste Paulus, wo er doch so ein starker Verkündiger des Wortes war, so ein Mann Gottes war, warum musste er dreimal Schiffbruch erleiden? Warum diese Situation jetzt hier? Ich glaube, es ist für uns geschrieben, dass wir wissen, selbst in den Situationen, in den Schiffbrüchen unseres Lebens, und ich glaube, manche von uns haben mehrere Schiffbrüche erlebt, mehrere Dinge, die zerbrochen sind, mehrere Beziehungen, die kaputt gegangen sind, Dinge, die in dem körperlichen ganzen Dingen kaputt gegangen sind. Das ist wie ein Schiffbruch. Und trotzdem, alle müssen am Leben bleiben. Alle, die zu Jesus gehören, werden ankommen. Und so ist es auch hier. Nach dem Schiffbruch kommt tatsächlich diese Situation, dass alle lebend auf der Insel gerettet werden. Und es heißt sogar, dass die Einheimischen, die dort waren, mit einer außergewöhnlichen Freundlichkeit diesen angeschwemmten Leuten da helfen und ihnen dienen. Die machen nämlich ein Feuer. Und es beginnt nämlich dann auch noch zu allem Überfluss zu regnen und es wird kälter. Und ich habe mir so vorgestellt, also wenn die jetzt da patschnass aus diesem Schiff und nach diesen ganzen Horrortagen da an diesem Land angekommen sind, an dem Feuer sitzen, dass die Bipper kalt gewesen sind. Das war kein vergnügliches Lagerfeuer, um das die rumsaßen, sondern es war wirklich so, dass die unbedingt jetzt Wärme brauchten.
So, dann kommt es wieder zu einer sehr, wie soll ich sagen, erstaunlichen Situation. Nämlich Paulus holt ein Bündel Reisig und er will das eigentlich in das Feuer schmeißen und plötzlich schießt eine Schlange daraus hervor und beißt ihn in die Hand. Und jetzt ist es für die Einheimischen, die das ja schon oft erlebt hatten, wenn diese Schlangenart, die da war, wenn die Menschen angefallen haben oder gebissen haben, dann war es für die Einheimischen klar, also das ist irgendeiner Verbrecher, Mörder, der hat jetzt seine gerechte Strafe bekommen und sie warten drauf, dass Paulus eben auch tot zu Boden sinkt. Und dann heißt es hier, in Kapitel 28, Vers 5, er aber, Paulus, schüttelte das Tier ab und warf es ins Feuer und es geschah ihm nichts. Das ist echt stark, oder? Das ist ein übernatürliches, außergewöhnliches, riesiges Wunder. So, jetzt geht es mir eigentlich auch auf diese beiden Dinge. Darum geht es mir, einmal unser Glaube auf dem Prüfstand und dann auch diese Dinge, die wir prüfen müssen. Viele Dinge sind für uns auch, das habe ich eben schon mal gesagt, ins Wanken gekommen und wir sehen ja auch noch kein Ende dieser Dinge. Es wird immer in Häppchen verlängert. Das ist so wie das Schiff treibt noch ein bisschen und da ist noch ein bisschen was zum Abschmeißen oder sonst irgendwas. Aber es ist nicht wirklich so ein Ende der Dinge geben. Und in den letzten Monaten hatten wir ja ein prophetisches Wort bekommen und das hieß, es wird kein Zurück geben. Es gab viele prophetische Worte und es gab wirklich Dinge, die uns helfen sollen, durch diese stürmischen Zeiten, die vor uns liegen, gut durchzukommen. Das Geniale aus den Berichten in der Bibel ist, dass Gott uns zuspricht, du wirst durchkommen. Du wirst durch die nächsten Wochen, durch die nächsten Monate, du wirst durchkommen. Auch wenn die See um uns herum rauer wird. Und lass uns wirklich für unsere Glaubensfundamente beten. Lass uns beten, dass wir stark werden in Gott. Lass uns beten, dass wir mit dem Feuer des Heiligen Geistes in Berührung kommen. Lass uns beten, dass dieses Feuer die Dinge verzehren darf, die nicht gut sind in der Beziehung zu Jesus und zu uns. Lass uns beten, dass wir voller Kraft sind, das Wort des Evangeliums zu predigen. Lass uns beten, dass wir wirklich stark sind in Jesus, in der Beziehung zu ihm. Lass uns beten, dass wir in dieser Liebesbeziehung wachsen. Nicht irgendwie, na ja, und ich weiß ja auch nicht, und vielleicht, und mein Pastor hat gesagt, sondern du allein bist verantwortlich für die Beziehung, die du mit dem Herrn hast. Die Beziehung, die du mit ihm pflegst, die du ernährst mit einem guten Wort, mit Gebet, mit Lobpreis, mit Zeit, die du mit Gott verbringst. Das ist das, wenn wir sagen, du musst den Glauben aufbauen und stärken. Das sind die Attribute. Du musst Zeit mit ihm verbringen. Wenn du keine Zeit mit dem Menschen, den du liebst, verbringst, wird die Liebe einfach so ein bisschen abkühlen. Und das ist genauso bei dem Herrn auch. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann wird das Wachsen, was wir Glauben nennen. Und wir werden mit dem Heiligen Geist noch mehr verbunden werden, dass wir ihn hören, dass wir ihm folgen, dass er Weisheit in unser Leben schenkt. Was soll ich sagen? Wie soll ich beten für die oder die Person? Wie soll ich mit dämonischen Aktivitäten umgehen, die ich bei Menschen sehe? Der Heilige Geist wird in dein Leben hineinsprechen. Und das, was mir ganz wichtig ist, auch dieses Bibelwort, Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich treu an denen zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihm ausgerichtet ist. In unserem Bericht heißt es, dass sie
tagelang keine Sonne, keine Sterne sahen. Es war ein finsterer Sturm, schwankende See, kein Ende abzusehen, wenig Möglichkeiten, eigene Kraftanstrengung, wenig Hoffnung auf Rettung. Es war noch nicht mal Hoffnung auf Rettung da. Noch nie waren wir jetzt in dieser Zeit weltweit in so einer herausgeforderten Zeit wie diese. Das ist genau, was hier mit diesem Schiff beschrieben wird. Ich habe den Eindruck in dieser Woche gehabt, das ist genau unsere Situation. Genau, in identischen Abläufen. So wenig Licht in dieser Zeit. Noch, also ich möchte das wirklich betonen, dieses eine Wort noch, so wenig Licht noch in dieser Zeit. Das wird sich mit Sicherheit ändern, genau wie diese Situation mit dem Schiff. In der Situation auf dem Schiff, da war in aller Ausweglosigkeit dieses Wort von Gott reingekommen. Und das gilt für dich und für mich. Ich habe es am Anfang gesagt, habe es vorhin gesagt, weil ich möchte, dass du im Glauben dieses Wort jetzt auch für dich ergreifst. Fürchte dich nicht, sei guten Mutes in allen Herausforderungen, in den Nöten, in den Problemen. Und diese Beziehung zu dem, der Anfang und das Ende, der Erste, der Letzte, der war und der ist, diese Beziehung, dass du die vertiefst, dass er dir hilft, er in dir und du in ihm. Gott schaut aus nach deinem Glauben und unsere Hoffnung kommt aus ihm. Und die Hoffnung wird deinen Glauben auch vorantreiben. So, in Jesaja 55, Vers 8, da heißt es nochmal, weil es ja auch um diese Absichten und Pläne Gottes in unserem Leben geht: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege. Mitten im Sturm, mitten in deinen Sturm hinein, sendet der Herr sein Wort, um dich zu stärken. Vielleicht sendet er dir auch einen Engel. Vielleicht rechnest du mit den Engeln. Vielleicht beauftragst du Engel und sagst: Hey, ich brauche wirklich Engel an meiner Seite, die mein Leben schützen, die mich tragen, dass mein Fuß nicht an einen Stein stößt. Gott gibt uns sein Wort. Das ist wie ein Anker. Denn in diesem Bericht heißt es, dass sie den Anker einfach schleifen ließen, in der Hoffnung, irgendwo kommt er zum Halten und kann das Schiff halten. Aber irgendwann schlagen sie auch den Anker ab, weil das dann das Letzte ist, was sie überhaupt noch machen konnten. So, aber der Herr weiß über deine Situation Bescheid. Und die Gebetsanliegen, die in dieser Woche reingekommen sind, die haben mich wirklich sehr bewegt. Und ich möchte das über den Gebetsanliegen, wenn du jetzt hier dabei sitzt und uns dein Anliegen geschickt hast, was in manchen Fällen wirklich eine sehr bedrängende, hoffnungslos aussehende Situation beschreibt, ich möchte dir sagen: Fürchte dich nicht, sei guten Mutes. Gott ist ein Gott der Unmöglichkeiten und ein bei Gott möglich will er immer in unserem Leben schaffen. Und er möchte, dass unser Glaube an ihm festhält. So, das zweite Wichtige, was ich mit euch teilen möchte, das ist auch bemerkenswert. Und da ist diese Sache mit dieser Schlange. Also das hat mich wirklich jetzt in den letzten 3 Tagen wirklich echt beschäftigt. Ich habe viel gelesen darüber. Und das möchte ich auch sagen. Wenn du so einen Bibeltext hast, dann mach dir doch einfach mal die Mühe, mehr einzusteigen, mehr die Worte nachzuforschen, mehr da zu schauen, was sagt das eigentlich? Was meint es, wenn hier in diesem Bericht von der Schlange geredet wird? Was heißt das heute hier für mich in meinem geistlichen Leben? Mitten in diesen Stöcken, die Paulus holt, hatte sich diese Schlange versteckt. Und Paulus wusste das ja nicht. Und plötzlich, als die Schlange das Feuer spürt, da schnellt sie heraus und beißt zu. Entschuldigung. Ich habe gehört, dass das Wort,
was hier steht mit Schlange, und das ist überall so in den Bibelkommentaren ja auch beschrieben, dass das Wort, was hier für Schlange steht, im Griechischen übersetzt heißt listiger, bösartiger, hinterlistiger Mann oder Macht. Das ist die Beschreibung, die ja auch die Bibel für die Schlange, die Satan, mit der Satan gemeint ist, hat. Er ist ein Lügner und ein Räuber und ein Mörder von Anfang an. Die Schlange, die Krankheit und Not und lebensbedrohlich Böses in unser Leben bringen will. Mächte der Bosheit wollen wirklich sich um unser Leben drumherum winden, uns erpressen, zerdrücken, uns unter Angst, Bedrängnis und Befürchtungen bringen. Und sie versucht, diese Schlange, diese Macht, diese Bosheit, sie versucht, unser Leben wirklich mit Gift zu infiltrieren, uns zu beißen und uns wirklich zu infiltrieren und zu erschrecken. Und das ist es wirklich. Es erschreckt uns, es macht uns ängstlich, und wir sind total unter diesem, unter diesem Deckel von Bedrohung. Und für manche ist dieses mit der Schlange auch so eine Sache. Ich habe überlegt, was ist mit dieser Schlange in unserem Leben denn so gemeint? Also es gibt ja viele Leute, die unter Suchtproblemen leiden. Und die leiden deshalb darunter, weil sie ab und zu sagen, oh, ich muss das loswerden, ich will das loswerden. Und dann geht es mal einen Tag gut, und dann kommt am nächsten Tag diese, ja, wie soll ich sagen, diese Schwäche, diese Herausforderung, die uncoole Situation. Wobei ich will nicht sagen, dass der Teufel immer diese ungute Situation schafft. Oft ist das so. Aber oft ist es unsere Entscheidung, in welcher Situation wir diese Schlange in unserem Leben Raum geben. Und das ist das, was wirklich mit Sucht und mit Abhängigkeit und mit diesen Dingen eine Schlange, dieser Feind in unserem Leben tut. Oft schafft der Feind, also diese Schlange, einen überraschenden Angriff auf unser Leben. Wir rechnen nicht damit. Und plötzlich ist sie da und schnappt zu. Und es ist wirklich ein erklärtes Ziel des Feindes, uns immer von Gott zu trennen. Situationen kommen in unser Leben, wir sind verärgert über Gott. Warum hat Gott das nicht anders gemacht? Warum hat Gott unser Gebet nicht gehört? Warum hat er die Dinge so oder anders gemacht? Und jetzt sind wir fast wütend auf Gott, enttäuscht von Gott, und geben ihm die Schuld, dass die Dinge anders gelaufen sind, als wir uns das dachten. Und diese Sache ist ein Angriff des Bösen, ein Angriff dieser Schlange in dem Reisighaufen, die plötzlich hervorschnellt und zubeißt. Und das, was den Teufel eigentlich ausmacht, das, was er möchte, ist ständige Anbetung, ständiges auf ihn schauen, ständig in seine Pläne reingehen, ständig uns unter seine Herrschaft begeben. Und damit meint er auch dieses ständige Zweifeln an Gottes Güte, Zweifeln an den Plänen Gottes, Zweifeln, dass Gott gut sein könnte, wo er doch so viele Dinge in unserem Leben nicht unterbindet. Was ich beobachte ist, diese Schlange verfolgt eine Agenda. Und das ist nicht nur die Anbetung, der Teufel will nicht nur die Anbetung der Menschen, sondern er ist auf dem Plan, einen neuen Menschen nach seinen Vorstellungen zu schaffen. Schau, der Teufel, er kopiert alles. Oder er versucht es zu kopieren, was Gott gemacht hat, was Gott geschaffen hat. Und er ist immer dabei, diese Anbetung und dieses neue Mensch schaffen, neue Kreatur herausbringen und eine Kreatur zu schaffen, die auf ihn fixiert ist, die von ihm infiltriert ist und die ihm dienen soll. Das ist die Agenda, die der Feind verfolgt.
So, hier in unserem Bericht war es eine Schlange, die im Begriff war, Paulus zu töten. Und wenn immer mit Schlangen und Skorpionen in der Bibel die Rede ist, dann sind da wirklich Mächte oder geistig Böses gemeint. Und die gute Nachricht ist, nicht die Schlange ist der Fixpunkt, nicht die Schlange ist das, was jetzt der Dreh- und Angelpunkt ist, sondern wir wissen als neutestamentliche, gläubige Christen, dass Jesus uns genau über diese Schlange Vollmacht gegeben hat. Denn es heißt im Neuen Testament, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat. Und der Herr hat uns nicht nur über ein bisschen Böses Vollmacht gegeben, nicht nur über ein paar Dämonen, nicht nur über ein bisschen dämonische ungute Stimmung, nicht nur ein bisschen über irgendwelche dämonischen Geister oder eine unüberschaubare Aktivität des Bösen, sondern in der Bibel heißt es, er hat uns die Macht, die Vollmacht gegeben über das Böse. Und in diesem original griechischen Text heißt es, in dieser Zeitform, dass diese Aussage von Jesus heißt, alle Vollmacht zu aller Zeit, weil er diese Vollmacht am Kreuz erworben hat, in der Auferstehung. Und es heißt dann, Jesus sagt das ja, ich habe euch Vollmacht gegeben über Skorpione und über Schlangen und über alle Macht des Bösen. Es heißt eigentlich in dieser griechischen Übersetzung, dass Jesus sagt, ich beobachtete Satan, der wie ein Blitz fiel. Jesus hatte die Niederlage von Satan schon gesehen, schon bevor die Welt begann. Und das ist gute Nachricht für dich und mich. Diese Schlange in unserem Leben hat nicht das letzte Wort. Sie hat nicht das letzte Gift. Sie hat nicht diese Macht, unser Leben zu zerstören. Jesus spricht, ich habe euch Vollmacht gegeben. Das ist die Autorität, die wir in ihm haben und die wir in ihm wahrnehmen können. Lass es dir nicht wegnehmen. Attackiere den Feind, der in deinem Leben ist. Sag nicht, oh ja, Corona kann man leider nicht ändern und wahrscheinlich, nein. Alle Macht des Feindes ist unter den Füßen Jesu und er hat uns, seinen Kindern, Vollmacht über diese Mächte gegeben. Zurück nochmal kurz zu dem Bericht. Paulus und alle, die bei ihm waren, hatten ja gesehen, wie das Feuer diese Schlange verbrannt hatte. Er hatte die Schlange einfach abgeschüttelt, weil der in ihm lebte, größer war als das. So, wenn die Schlange das Feuer Gottes und die Hitze dieses Feuers spüren wird, wird alles ans Licht kommen, was an teuflischen Plänen und Machenschaften in der Welt ist. Auch das, was in unserem Land ist. Das Feuer Gottes wird das Böse offenbaren, es wird es sichtbar werden lassen und der Feind muss sich im Licht Gottes zeigen. Alle diese Pläne werden offengelegt, wenn das Licht vom Feuer Gottes da drauf fällt. Paulus hatte ein Wort von Gott, etwas, das ihn sicher machte, dass er am Ziel ankommen würde, was Gott mit seinem Leben hatte. Und wir haben das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Und die beiden Dinge werden uns zu Überwindern machen. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir aufstehen sollen, dass wir wirklich das Böse überwinden sollen und dass Jesus, der Schutz des Blutes Jesu, unser Schutz ist. Wenn der Feind kommt, dann entscheiden wir uns, dem Wort Gottes die erste Priorität in unserem Leben zu geben. Der Feind wird durch das Blut des Lammes überwunden werden und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt oder der die Machenschaften der Welt oder das Böse in der Welt, den Satan in der Welt überwunden hat. Und erinnern wir uns, Herrlichkeit wird die Erde bedecken,
wie Wasser das Meer bedeckt. So heißt es in Habakuk 2, Vers 14. Das ist die Vorausschau. Das ist das, was mit der Schlange, mit Satan, mit diesen Mächten der Bosheit passieren wird. Es wird nicht dabei bleiben, dass der Satan diese Macht hat, sondern es wird zu einem glorreichen, zu einem herrlichen, zu einem ewigen, wirklichen Sieg des Herrn kommen. Was ich dir zusprechen möchte, ist, du sollst dir keine Sorgen über deine Zukunft machen. Dein Leben ist unter der Gnade und Treue Gottes beständig behütet. Lies mal Psalm 40, Vers 12. Da habe ich diese Woche auch drüber nachgedacht, über diesen Vers, dass dein Leben beständig behütet ist von der Gnade und Treue Gottes. Dein Leben ist in seine Pläne eingeordnet. Unser Leben ist unter der Herrschaft Gottes. Wir sind den Rückschlägen nicht ausgeliefert. Lass dich nicht in Unruhe versetzen, wenn eine Tür zugeht. Gott wird eine neue öffnen, die besser ist für dich. Lass dich nicht beunruhigen, wenn die Dinge nicht gleich jetzt wirklich sich schnellstens verändern, sondern kling dich ein in diesen stetigen Zeitplan Gottes, den er für dein Leben hat, und er wird dein Leben zur Bestimmung, die er zur Bestimmung gebracht hat, schon wird er weiterführen und du wirst ankommen. Der Sturm im Leben von Paulus, der Schiffbruch im Leben von Paulus, das Feuer und die Schlange im Leben von Paulus konnte ihn nicht abhalten, dass die Pläne und die Bestimmung, die Gott für ihn hatte, für sein Leben hatte, dass die zustande kommen. Und deswegen heißt es, deswegen spreche ich dir das nochmal zu, fürchte dich nicht, sei guten Mutes. Nicht nur ein bisschen, naja gut, das tut mir ja jetzt auch gut, sondern sei guten Mutes. Das ist eine Entscheidung, das ist etwas Wichtiges, was dein Leben trägt. Sei guten Mutes, heute Abend, morgen früh, morgen Abend, übermorgen, in der Woche, wenn das Ganze wieder anfängt, mitten in der Krankheit, mitten in dieser Krankenhauszeit, mitten in den Dingen, die so schwierig aussehen. Fürchte dich nicht, sei guten Mutes, der in dir angefangen hat, den Glauben, er wird ihn doch vollenden. Der in dir angefangen hat, das Werk seiner Gnade, er wird es doch vollenden. Der in dir angefangen hat, Glauben zu wecken, mit dir unterwegs zu sein, dich an der Hand zu nehmen, der wird dich ankommen lassen. Der hat ein Ziel für dein Leben. Du kannst es nicht verpassen, wenn du mit ihm zusammengehst. Und das ist mein Gebet für euch heute Abend, für uns. Vater, ich danke dir für dein Versprechen, dass deine Pläne und deine Absichten in meinem Leben zustande kommen. Du wirst ausführen, was du für mein Leben geplant hast. Und nichts und niemand, keine Schlange, kein Satan, keine boshaften Pläne werden deine Pläne aufhalten können, weil es gute Pläne sind. Es sind die Pläne, die höher sind als meine Pläne. Die Wege, die höher sind als meine Wege. Die Gedanken, die höher sind als meine Gedanken. Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Sprich das jetzt für dich auch. Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Ich fürchte mich nicht. Und ich bin guten Mutes, weil du, der du in mir lebst, den Glauben angefangen hast. Und du wirst mich anziehen.